Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist was richtig Geiles geplant. Und zwar werde ich heute versuchen, den ganzen Tag lang richtig mit dem gebrochenen Bein und Krücke rumzulaufen. Das Ding ist, dafür habe ich natürlich auch alles geholt. Einmal Krücken und zusätzlich noch natürlich so ein Verband. Ich hoffe, es reicht. Wir werden sehen. Aber übrigens, meine Eltern und Ash wissen gar nicht, dass ich das Video mache. Sprich, irgendwann im Verlauf dieses Videos werde ich auch mal nach unten gehen und gucken, naja, was sie so zu sagen. Machen wir mir mal ein gebrochenes Bein. Ich glaube, wir machen jetzt kurz einen Zeitraffer raus. Das kann, glaube ich, ein bisschen dauern. Und wie ist das passiert? Auf dem Trampolin. Auf dem Trampolin. Das ist gut, auf dem Trampolin. Bin ich so richtig mies umgeknickt und dann so bumm. So, aber ich kann ja natürlich nicht so rumlaufen, weil ich werde nicht die ganze Zeit auf einem Bein. Ich muss humpeln. Das fühlt sich falsch an. Aber jetzt würde ich sagen, komm mal zu den Krücken. Ey, das kommt sogar von irgendeinem Doktor, Paul. Kann man die größer machen? Ich hoffe. So, Krücken sind höher gestellt, ging sogar ganz easy. Einfacher als gedacht, hätte ich kurz Schiss, dass welche für Kinder sind. Junge, ihr könnt mal gerne in die Kommentare an der Stelle schreiben, ob ihr euch schon was gebrochen habt oder nicht. Also ich muss sagen, ich habe mir bisher nie was gebrochen bei dir. Zum Glück auch noch nicht. Ich habe auch das Glück, dass das noch nicht passiert ist. Aber ich würde sagen... Leo, so hä? Was geht hier? Bist du doof? Ja, will ich safe damit nicht spielen. Oh. Ich echt sagen, sieht richtig fies aus. Chrissy, du bist dran. Ja, Mann. Chrissy, go, go, go. Machst du richtig gut. Würde ich sagen, müssen wir mal meine Eltern und Ash einfach mal verarschen, oder? So ja. Einlauf, ich habe echt Krücken. Geh doch nochmal, das sieht hier niemand. Darf ich mich eine böse Überraschung? Nein. Kann ich Papa und Mama zeigen? Nein. Ach du Scheiße. Wo hast du denn die Krücken hier? Meine. Wo hast du bekommen? Ach stimmt, die hast du mal gehabt. Ja. Also die haben wir entsorgt. Nee, die sind neu von uns. 6 Wochen schon, kein Sport. Jetzt machen. Geil, keine Videos drehen. Naja, doch, kann ich Sport auch. Machst du eh nicht. Sport machst du eh nicht, genau. Das ist nicht echt. Darf ich darauf malen? Ja, das darfst du gerne machen. Willst du? Was willst du? Selber? Ja, mal ja, drauf, bitte. Hast du die selber verarztet oder was zu bauen? Nee, wir mal mit Herrn Doktor. Ich möchte mir, ich hole von jedem eine Unterschrift. Weil das war so typisch auf so einem Verband. Ja. Hat Ash einen Kumpel gerade, die haben sich neue Schuhe gegönnt. Die haben sich gerade richtig neue Schuhe gegönnt. Für 80 Euro. Hä? Von 140 runtergesetzt. Ich habe schon eine Shopping-Tour gemacht oder was? Ja. Dann werde ich ihm jetzt. Und hat er komplett sein ganzes Geld ausgegeben, was er mit hatte. 80 Euro. Ich glaube, es gewittert gleich. Gewitter! Woo! Heute noch höher. So, ich würde sagen, Mama, bitte du jetzt drauf unterschreiben oder wolltest du nicht mehr? Lass es von den Kindern unterschreiben. Ich lasse es von Ash. Oh ne, das will ich lieber nicht machen. Kannst du mir Essen machen? Ich bin gerade. Gerade schon. Was möchtest du? Ich lasse mich überraschen. Aufstehen. So nicht, Freundchen. Ich nehme dir deine Krücken weg. Oh, ist okay, ist okay. Ich will mir jetzt bitte Essen machen. Eine ernsthafte Verletzung würde ich es machen, aber. Ich will nur wissen, wie es einen Tag lang auf Krücken ist, so richtig mit Verband und so. Ja, wir müssen auch gucken, wie es ist, Essen zu kochen auf Krücken. Aber ich hab dich doch. Kannst du gleich für mich mitkochen. Magst du was ausmachen, bitte? Ich tue so wirklich, als wärst du krank, ey. Schieb dir einfach eine Pizza rein. Das kannst du am besten. Du kannst sowieso nicht kochen. Ich hatte ja sowieso vor, eine Pizza reinzuschieben. Hast du sehr gut gemacht. So, gekocht habe ich. Und jetzt, da es so anstrengend war, muss ich mich jetzt mal mit hinlegen. Fertig? Nein, ich kann mich hier gerade nicht wirklich bewegen, so weißt du? Das ist ja quasi so wie einen Tag lang so von dir bedient werden, so weißt du? Vergiss es! So, jetzt am besten genau hier hinstellen, so weißt du? Und dann kannst du es mir noch klein schneiden und dann füttern. Nee, das Spaß. Eine Schere, Stein, Papier bis 3 und der Verlierer muss draußen auf den Trampolin springen. Ich hab dir gerade Essen gemacht. Bis 3. Schere, Stein, Papier. 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 Ich hab Mitleid, okay, ich hab Mitleid. Okay, also das machst du freiwillig, ne? Keine Ahnung. Wir haben Chris und ich haben Raschel schon mal 4 gespielt. Nein. Ich hab eigentlich gewonnen, aber also sonst hätte sie rausgemusst. Und was ist die Aufgabe jetzt? Soll ich reinkommen? Nein, du gehst außen rum. Nein, du bitte, gehst außen rum. Nein! Du bist so verrückt geworden, ey. Darum. Nee. Nee, sieh zu, darum. Du hast jetzt die Möglichkeit, mir irgendwas hier raufzukritzeln, was du willst. Ja Mann, ich dachte eher, das ist eher unangenehm. Sie verarschen. Ich weiß ja nicht, wo bei dir das kitzelt, wenn ich irgendwann... Ich trete damit gleich auf deinen Teppich. Nein, nein. Wenn ich irgendwann mal echt einen Verband haben sollte, ich werde Ash garantiert nicht fragen, ob er mir... Willst du mich verarschen? Das ist der Schrott. Okay, fertig. Willst du irgendwas Schönes?
Ist schön. Guck mal, das hier auf sich irgendwas. Da kann man sogar noch zum Boot weitermalen. So ein bisschen so. Ah, jetzt so. Fällt dir was Gutes ein. Das ist hier so ein Boot. So. Schau mal, ein kleines Segel. Da kann man hier noch so ein... Was ist denn das für ein Vier-Augen-Smiley? Das sind hier die Nasenhörner. Ja, scheiße. So. Max. Stinkt. Also kann das irgendjemand lesen? Kann man das entziffern? Kann man entziffern? Ein auf einem Fuß kippst du jetzt hier raus. Weißt du, was ich dazu sagen soll? Tschüss. Wieder schon rein. Ich komme nie wieder runter zu euch. Da ich ja auf Krücken bin, so, ne, kann ich ja nicht wirklich was machen. Nee. Dementsprechend. Nein, lass das. Was ist denn richtig richtig? Was soll ich denn hier das? Ich kann mich heute nicht so viel bewegen von da, so, weißt du? Du tust mir so leid. Ja, genau. Mach deinen Verband ab und dann kannst du weiter was machen. Nee, du kannst auch mit dem Verband was machen. Du hast Chrissy, die kann das alles machen für dich. Ah, kannst einmal abholen. Du bist leider ja ausgezogen hier, ne? Du kannst einmal warten, ob ich hier unten bin. Das weiß ich nicht. Ja, weil Chrissy keinen Bock hat, mir zu helfen. Ja, ich will dir auch nicht helfen. Will mir irgendjemand helfen? Nein, Papa kann auch nicht erschalten. Hab keine Zeit. Muss ich schon mal alleine mich durchkämpfen. Schweren Alltag. Wir gucken übrigens noch die ganze Zeit. Wir gucken gerade noch an. Eine Serie. Und Junge, was für Leo. Macht auf jeden Fall mega Bock. Eine Sache muss ich sagen. Es stört gerade gar nicht so doll. Also, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Verwandt. Chrissy und Leo spielen jetzt hier. Ich chill hier immer noch. Kann ich wirklich was machen? Kann ich einfach mal aufstehen? Wenn ihr jetzt eine große Runde spazieren, kommst du mit? Wir lassen dich freiwillig hier. 25 vor 10, wir machen uns dann fertig und gehen schlafen, weil wir sind übel müde schon, weil wir sind heute, wann sind wir aufgestanden heute? Früh. Ich war mega schnell unterwegs, muss ich sagen. Also es klappt halt ehrlich mega gut, wow. Finde ich. Müssen wir uns hinten putzen? Nein, ich gehe mich schon mal okay, hin. Okay, Spaß, so doof bin ich auch nicht. Ich krieg das schon hin. Wir brauchen schon zwei Beine zum Zähneputzen. Ja, eben. Also ich werde mich fertig machen und dann schlafen gehen. Ich habe mittlerweile irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen zu doll und fest ist, das Ding. Keine Ahnung, mal gucken, ob ich das so durchmache. Dann machst du es auf, dein ganzes Bein ist so blau angelaufen, weil es kein Blut mehr bekommen hat. So stimmt, das wird man bemerken, oder? Ja, doch. Ich muss ehrlich sagen, langsam nervt der Verband. Und was noch mehr daran nervt ist, ich weiß ja quasi, dass da nichts kaputt ist. Und ich habe den trotzdem dran. Leute, ich habe ein kleines Problem. Es ist jetzt gleich schon 10:30 und wir liegen eigentlich noch im Bett, sind bis am Handy und so. Irgendwie drückt das Ding immer mehr. Ich darf eigentlich nicht drüber nachdenken, dass ich da einen Verband am Fuß habe. Ich weiß nicht, ob ich den noch abmachen muss oder ob ich schlafen kann. Ich habe mir eine Schere geholt. Der arme Verband. Ich glaube, mein Bein kriegt richtig Blut wieder. Oh mein Gott, das ist so, oh, Alter, das ist so entspannt gerade. Das ist richtig geil, wenn ich das so... Junge, wie lange soll ich das machen? Alter. Bitte schön. Genug Sport für heute. Beeil dich, ich will auch schlafen. Ja, okay. Junge, ist das dick. Chrissy. Was? Das ist... Oh. Jetzt hast du mich dafür. Das ist doch... Wieso lässt sich das nicht schneiden? Oh ja, doch. Ich zieh das doch schon stramm an. Komm, du hast es geschafft. Ich würde sagen, wir machen die Kamera erstmal aus. Leute, ich hab's endlich geschafft. Wir gehen jetzt endlich schlafen. Ich würde mich auch an der Stelle einfach verabschieden. Ich bin todesmüde. Das ist dort oben, das vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Max. Und schau, endlich schlafen.